Ja, Wilmerle hier. Hör mal, hier ist auch Wilmerle. Wo bist du denn? Wo ich bin? Ich stehe mitten im Kapitol und hier ist die Hölle los, da Mensch. Was willst du denn? Ich stehe auch mitten im Kapitol. Wo bist du denn? Was machst du denn wieder? Sag mal, was ist denn überhaupt? Ich hab dir deine Unterhose rausgelegt. Hör mal, was ist denn hier eigentlich los? Kannst du mir das mal erklären? Das frage ich mich auch. Weißt du, wie viele Menschen hier um uns rum sind? Vor allen Dingen, wie viele berühmte Menschen das ganze Jahr noch vor uns sein werden. Ich weiß, wer alles kommt, weil ich nämlich Kapitoler bin. Da kriegt man die ganzen Infos immer zuerst, weißt du? Und dann, sag mal, wer kommt? Ich kann dir sagen, dass der Günther kommt. Ist das dein Urologe? Der Günther Wallraff kommt. Ist das der, der sich mal das Gesicht so ganz schwarz angemalt hat und dann irgendwo so rumgeht? Richtig, ganz genau der ist das. Und weißt du, wer auch noch kommt? Nee. Der Feuerstein. Mit der Wilma! Das ist schön. Herbert Feuerstein kommt. Herbert, der hat doch mit der Wilma nichts zu tun. Okay, voll gut. Und weißt du, was ich gehört habe? Aber das muss man bis unter dem Deckmantel halten. Was? Die Ulrike Meinhof kommt mit ihrer Band. Ja. Die Frau ist nicht zu retten. Ich glaube nicht. Die Ulla Meinecke kommt. Meinhof? Meinecke. Ulla Meinecke kommt. Ja, und jetzt? Ehrlich? Ja, wirklich wahr. Du, und noch was? Ganz viele andere. Weißt du was? Das können wir alles gar nicht aufzählen. Das können wir auch gar nicht. Willst du nicht mal ein bisschen was Sinnvolles machen? Du ziehst jetzt frische Unterwäsche an und ich gehe mal abspüle, weil hier steht noch das Geschirr von Silvester rum. Hopp, jetzt komm, schnell. Mach mal aus. Is it right or is it wrong? Can't go on, you can't go on. If you say yes or even no, you don't know how and where to go. Also ich bin nicht die Exa. Ich bin eine Fleischers Tochter. Überall, Stasi, überall. Und dann knallt sie an die Wand. Sei wachsam. Wollt ihr das auch tun? Ja! Etwas für das Brauchtum? Ja, dann müsst ihr das schön laut tun. Eins, zwei, drei, vier. Kölle Araf! Ich habe neulich abends einen Artikel gelesen in der Zeitung über den Fund eines schwulen Steinzeitmenschen, den sie irgendwo in Tschechien ausgegraben haben. Schwule in der Steinzeit. Das rückt den Begriff Homo erectus in völlig neues Licht. Kennst du das noch? Der Text war uns doch egal, oder? Heute mein Thema, die Schönheit. Männer vergleichen Frauen gerne mit Tieren, wie zum Beispiel einem Reh oder einer Gazelle. Welches Tier fällt Ihnen ein, wenn Sie Ihre Frau ansehen? Pottwal. I've been lost in the streets, lost in the traveling zone. And the ground was shaking, the beat was going on. On the way. Sag mal, was machst denn du für ein Gesicht? Wenn ich Gesichter machen könnte, hättest du schon längst ein neues. Weißt du, wer übrigens auch noch da ist dies Jahr? Nee. Im Spätjahr, im Kapitol. Mir. Wie mir? Wir sind doch schon hier. Ja, da, aber nicht da. Wir machen ja wieder unsere wunderschöne Weihnachtsreise, wir zwei, zu meiner Mutti. Was? Schon wieder? Zu deiner Mutter? An Weihnachten? Alle Jahre wieder, oder was? Ich schalte geht aus. Geht das wieder los? Die Wölfe. Ja, der Schneetreiben, super. Die ganze Zeit da Zeug im Gesicht. Der Truthahn, wunderbar. Ja gut, aber immerhin haben wir Essen dabei. Ja, super. Darf man nicht vergessen, gell? Ist doch wahr. Zum Glück ist noch viel anderes los im Kapitol. Ja. There was a man, voice of a people. Standing on the balcony of the Lorraine Motel. Allein sein, allein sein.
Bruder, ich bin extra gekommen wegen euch, weil Deutschland, wir müssen reden. Weißt du, wirklich, wir müssen reden, es gibt Probleme. Guck mal, ich war letztens bei Apotheke, ja? Und war so eine Oma vor mir, ich schwöre, uralte Mora, sie hat mich so genervt, ja? Dann, ich wusste nicht, was soll ich machen, mein Handy, ich hab vergessen zu Hause und so, lag so eine Apothekenzeitung, weißt du? Ja. Kennst du von Apotheken? Du kennst auch, wa? Genau, guck mal, ich hab so gelesen und so stand's drin, ich schwöre, ich war total schock, weißt du, was stand's drin? Olam, ihr Deutschen sterbt's aus! Ich schwöre, ja? What? Immer noch drauf? Keine Ahnung. Wie hört man sowas jetzt auf? Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir sagen, wie man ein Jahr gut beendet. Da kann man ins Kapitol gehen und richtig abfeiern. Aber wie man so hört, hier noch nie gemacht. Wir können dir einfach Tschüss sagen. Hm? Echt? Meinst du so einfach? Einfach machen wir so. Mal. 1, 2, 3. Tschüss. Tschüss. Da ist ein Fleck. Ich bin ganz bestimmt immer ehrlich zu dir. Und das Wichtigste ist, behalt ein Lächeln im Gesicht. Was war das Letzte, was Sie gesagt haben? Ich sagte, mein Gott! Wie bitte? Mein Gott! Was? Hallo! Hallo! Ah, hallo! Ich wusste, wenn meine Eltern so als Schule, es war nicht so mein Ding, weißt du? Meine Eltern sind zu Elternabend gegangen und dann wusste ich so, wenn die heimkommen, dann gibt's Ärger, Alter. Aber ich war immer noch so optimistisch so. Meine Eltern sind Elternabend gekommen, dann kamen die so zurück. Und ich so, und Papa, was hat die Lehrerin gesagt? Der so. Ich so, Papa, warum hast du das gemacht? Ich so, Mama, warum schlägt mich Papa? Die so, du weißt ganz genau. Eben Statistik ausgerechnet, es hält die Beziehung am längsten, wo beide in einer festen Partnerschaft sind. Und wenn dann halt nicht mehr auf dem freien Markt, ne, das ist halt Frau, die eine kann sich raussuchen und die andere muss schnell sein. Ne?